hope to see this one. You know, I really like the champion's chances here in this one. John Cena looks fired up tonight, King. When isn't John Cena fired up? He's always ready to go, regardless of who his competition is. If there's a pair of friends that can overcome this type of adversity and remain close, it's these two. A soldier, and I stay under you fighting for some storming and chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm hard to nail, plus I keep it all locked like I'm part of the jail. I'm starting to stay in competition. Ja, Leute, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von WWE Universum. Als allererstes sage ich mal, ich hoffe, dass dieses Match länger geht als die anderen. Und zwar The Rock gegen John Cena in einem Last Man Standing Match. Das durchaus interessant werden wird. Vor allem die Matches von The Rock und Cena. Da gab es ja eine große Fehde. Habe ich leider nicht gesehen, muss ich irgendwann mal nachholen. Aber es kann einfach nur interessant werden hier. Cena, The Rock um den Intercontinental Championship. Wenn man überlegt, so zwei Main-Eventer in einem Mid-Card-Titel. Ist mir gerade so aufgefallen beim Entrance von Cena. Meine Championships sind komisch verteilt, sag ich mal. Weil Michaels, US-Champion. Ja, normalerweise Main-Eventer. Cena, Intercontinental Champion. Ja, normalerweise auch Main-Eventer. Ja. Das andere ist ja in dem Fall unrelevant mit den Tag-Teams. Weil es ist ein Tag-Team, klar. Ist das kein Main-Eventer. Obwohl bei Jeff und Matt Hardy vielleicht schon. Könnte ich auch da reinpacken oder eher die Mid-Card, aber... Trotzdem, wenn man mal so überlegt, was es für Champions gibt, bei uns gerade so als Legendenstatus, werde ich dann auch in WWE 2K18 übernehmen. Die Champions, wie sie bleiben. Von Raw und SmackDown gibt es ja auch jeweils Tag Team und Frauen Championships und die kann ich nicht in jedem Pay-Per-View mit einbauen. Von daher, ja, in der Wochenshow will ich das nicht mehr unbedingt machen. Nope. Let's go, Cena. Cena sucks. That wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences and missing. He's delivering an old-fashioned butt kicking right here. Und, What a move! Konter von meinem Signature von Cena. By John Cena. Also es aussieht, juckt es The Rock nicht viel. The Rock wants to take a chance. He's down. Ab aufs Top Rope. Begins the count. Few superstars are as dominant. Looks like he's going to test the effectiveness of that move. Na, komm mal hoch. Jetzt kriegst du nochmal ab. Looking to put him away. Looks like he's going to test the effectiveness of that move. Oh. Rock Elbow. Wie man den Move nennt.
The Rock's electricity travels through the arena and into millions of televisions around the world. The People's Champion prides himself on thrilling audiences with his physical and verbal abilities. He also enjoys educating. So, Cena, stehst du jetzt nochmal auf, oder was? His most cherished mantras, boots to asses. Well, Michael, the Brahma Bull has megawatts of electricity. Der Intercontinental Champion hat Probleme. At 6'5" and 260 pounds, the power, the speed, the charisma hits you like a ton of bricks. There is no one like The Rock. Not even close. This is unbelievable. The championship changes hands. Weißt du, bei der Survivor Series kriege ich dieses eine Match am Ende nicht fertig. Es ging 45 Minuten lang die Aufnahme. Und hier alles nach 6-7 Minuten Ende. Und The Rock ist neuer Intercontinental Champion dadurch. What the fuck? So ein lames Match? Oder was für lame Matches? Ich glaube, das ist folgende Tag Team Match und das folgende Triple Threat WWE Championship Match einiges schneller ist als das da. Dann bedanke ich mich mal trotzdem fürs Zuschauen für wieder eine ziemlich kurze Folge. Und bis dann. Ciao.